Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Eltern wollten schon immer ein Haus kaufen in Butscha, weil es so nah dran ist an Kiew. Man mit dem Auto in die Hauptstadt pendeln kann, wie viele Diplomaten und manche Abgeordnete. Butscha, unser Tor in die Hauptstadt. Es war eine schöne Stadt, erzählt mir gestern eine junge Ukrainerin. Das Leid, den Schrecken, all das kann sie kaum fassen. Sie sieht die Bilder von Herne aus, von meiner Heimatstadt aus, im Ruhrgebiet, wo sie einen sicheren Ort gefunden hat. Der Preis dafür: alleine gehen, die Familie dem Schicksal überlassen. Das Schicksal, das ist die russische Aggression, Putins völkerrechtswidriger Krieg. Es ist richtig, dass heute angesichts der Ereignisse der letzten Tage noch einmal ganz deutlich wird: wir hier stehen an der Seite der Ukraine. Krieg bringt Tod. Er kennt keine Gewinner. Krieg ist das Unmenschlichste, das Menschen geschaffen haben. Alle Bemühungen, ihn Regeln zu unterwerfen, in Völkerrecht, Kriegsrecht einzubetten, ihn zu erklären, zu zügeln, zu bändigen, ihn in Grenzen zu halten, ihn auf militärische Kräfte zu beschränken, sein Schrecken bleibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Butscha sehen wir auf grausamste Art und Weise, was Kriege niemals dürfen. Vergehen an Frauen, Kindern, Alten, Kranken, gefangen, gefoltert, vergewaltigt, getötet. Sie gehören zur Zivilgesellschaft. Präsident Putin, verbieten Sie Ihren Soldaten diese Gräueltaten, klar und öffentlich, noch heute. Lassen Sie Waffen schweigen, beenden Sie den Krieg, ziehen Sie alle Ihre Truppen aus der Ukraine ab. Wenn es kein Mitleid ist, das Sie aufbringen können, dann haben Sie vielleicht ein letztes bisschen Ehrgefühl, nicht unter den schlimmsten Verbrechern der Menschheit in die Geschichtsbücher einzugehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns gilt, wir müssen jetzt noch mehr tun. Denn wer nach Butscha schaut, ja, der muss auch in andere Städte schauen. Nach Irpin oder Gostomel, Städte, in denen früher viele Menschen lebten, die in Kiew arbeiteten. Viele Städte, ihre Bewohner im Nordwesten von Kiew, haben unter den Verbrechen der russischen Armee gelitten, die auf ihrem Weg eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Human Rights Watch warnt, dass es ähnliche Gewaltexzesse in anderen Städten gibt. Die Gräuel, sie müssen aufgeklärt werden, sie brauchen eine klare Antwort. Und ich bin unserem Bundeskanzler Olaf Scholz dankbar, der hier übrigens heute sitzt und sich erklärt hat und uns zuhört, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin unserem Bundeskanzler dankbar, dass er deutlich gemacht hat, wir schauen nicht tatenlos zu, wir helfen. Es ist richtig, dass die EU weitere Sanktionen verhängen will, dass Angehörige der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt worden sind, die hier bei uns gegen uns gearbeitet haben. Es braucht aber mehr, und einiges ist angesprochen worden. Ich meine den Zugang für internationale Organisationen zu den Gebieten, um die Gräueltaten unabhängig zu dokumentieren. Die Täter, ja, sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Bundesregierung sollte auch den Internationalen Strafgerichtshof finanziell stärken. Wir müssen in der EU eine eigene Kapazität schaffen, um zu helfen, diese Verbrechen aufzuklären. Die Oligarchen, sie müssen gestoppt werden. Über alle Wege, über Scheinfirmen und Ähnliches, die Sanktionen zu umgehen. Und ja, wir müssen europäisch koordinieren, wie wir aus den russischen Energieimporten aussteigen. Wir müssen raus aus russischer Energie, aus Kohle, Öl und Gas in Stufen, aber so schnell es irgend geht. Nicht zuletzt muss sich die Ukraine wehren und verteidigen können. Ich habe in die Listen über die Waffenlieferungen in der Geheimschutzstelle Einsicht genommen, und ich kann sagen, das ist eine deutliche Entwicklung in den letzten Wochen. Echte Unterstützung, das ist gut, das ist richtig. Danke auch dafür. Ich würde mir wünschen, dass auch weitere Hilfsleistungen aus anderen Häusern für die Abgeordneten in voller Transparenz koordiniert zur Verfügung gestellt werden, denn das brauchen wir auch als Grundlage für unsere Diskussion hier. Klar ist, die Ukraine braucht jetzt für die Verteidigung auch weitere Waffenlieferungen, solche, die schnell verfügbar, die schnell einsetzbar sind. Und wir werden jetzt auch mit unseren Partnern uns darauf einstellen müssen, der Ukraine nicht nur den Arm zu stärken, sondern auch den Rücken. Die Ukraine braucht unsere Solidarität,
aber auch in Zukunft alle Kraft zur Selbstverteidigung. Herzlichen Dank. Und das Wort hat Thomas Erndl, CDU-CSU-Fraktion.